Hallo liebe Campingfreunde und willkommen zu einem neuen Kurzvideo hier auf diesem Kanal Wohnvan. Ja, ihr seht es, das Fahrzeug ist noch nicht da, ein Kastenwagen Atria Twin Supreme 640 SGX, aber das ist kein Grund, diesen Kanal nicht jetzt schon zu betreiben. Und heute möchte ich 6 verschiedene Kameraansichten vorstellen, die ich verbauen werde in diesen Kastenwagen. Vorab eine kurze Videoankündigung. Mein nächstes Video mit Nora zusammen wird lauten: Jetzt wird Tacheles geredet. Atria Twin Supreme 640 SGX. Tacheles muss nicht immer negativ sein, es ist auch positiv. Es geht um unsere Bestellung, um unsere anstehende Auslieferung, um Anbauten und um Optimierungen, die dieses Fahrzeug bekommen soll. Und ja, wir haben es noch nicht, es kommt im September. Außerdem möchte ich, bevor ich vorstelle, was ich hier verbauen werde, und wir testen es gleich drinnen anhand einer Autobatterie, noch eine Mitteilung an euch machen. Das ist ein laienhafter Kanal und kein Profikanal. Ich habe einige Nachrichten erhalten, wo ich gefragt worden bin, ob ich zum Beispiel ein Navigationsgerät, was ich letztens vorgestellt hatte, das CNEC E3766, von einer Firma gestellt bekommen hätte, um es vorzustellen. Nein, ich habe es mir selbst gekauft, ich bin Privatmensch und dieser ganze Kanal ist einfach Hobby und ich bin nicht gewerblich und ich mache auch keine Geschäfte. So verhält es sich übrigens auch mit diesen anderen Sachen, die ich mir jetzt schon angeschafft habe, und da sage ich euch gleich, was es ist. Das ist die Dometic Cam 35 Twin NAV, eine Doppelrückfahrkamera, die auf dem Boden zeigt und in die Ferne nach hinten. Und dann werde ich eine Frontkamera verbauen, die Multiview kann. Das ist die Kenwood CMOS 320. Und zusammen habe ich dadurch 6 verschiedene Kameraansichten. Präsentiere ich euch jetzt drinnen an einer Autobatterie, an diesem Navi, CNEC E3766. Außerdem noch ein Adapterkabel, um das Radio an- und ausschalten zu können, wenn der Kastenwagen dann da ist. Lasst uns reingehen. Wie man das alles so anschließt, will wahrscheinlich keiner sehen. Daher zeige ich euch nur die Kameras und was sie können und wie die Bildqualität ist. Hier haben wir schon die Frontkamera, die Kenwood CMOS 320. Die kann wirklich eine ganze Menge. Die hat alleine Multiview schon mit 4 verschiedenen Ansichten und ist super klein, kommt in die Front. Und daneben haben wir die Dometic Cam 35 Twin NAV Plug and Play. Hier sehen wir die Bodenkamera und hier sehen wir die Rückkamera. Und hier wird das Bremslicht, das originale Bremslicht vom Fiat Ducato oder Citroen Jumper oder Peugeot Boxer einfach hineingeschraubt. Das ist in 3 Minuten erledigt, dann ist die ganze Geschichte angeschlossen. Atria liefert das CVBS-Kabel übrigens gleich mit. Also im Fahrzeug von dem Heck bis zum Radioschacht ist ein fertiges Kabel bereits verlegt. Das heißt, man muss nur noch die mitgelieferten Adapter anschließen und schon ist alles fertig installiert. Die Frontkamera ist ähnlich einfach, aber nun zeige ich euch, wie das Ganze auf dem Navi aussieht. Und ist es egal, welches Navi ihr dafür nehmt. Machen wir es kurz, machen wir es schnell. Ich habe es euch versprochen. Wir schalten direkt um auf Kamera über diese Schnelltaste hier unten. Da sehen wir schon ruckzuck das Kamerabild der Rückfahrkamera von Dometic, die auf dem Boden zeigt, zum Einparken. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin von der Bildqualität beeindruckt. Ich habe es auch schon im Dunkeln getestet, geht wirklich toll und im Hellen ebenso glasklar. Schalte ich jetzt um, indem ich hier auf Kamera 2 tippe, erscheint von der Dometic das Rückfahrkamerabild, welches rückwärts in die Ferne zeigt. Auch hier ein glasklares Bild. Was ich an diesem Navi übrigens schön finde, das CNEC E3766, ist, dass ich diese ganzen Kameraansichten während der Fahrt dauerhaft einblenden kann und gleichzeitig navigieren kann und auch gleichzeitig Musik hören kann. Schalten wir jetzt aber um zur dritten Kamera. Das ist die Frontkamera, die ich angeschlossen habe von Kenwood, die CMOS 320. Und auch hier haben wir ein super tolles glasklares Bild. Und wir haben hier eine Multi-View-Kamera. Und dann gibt es einen Switcher dabei. Den verbaue ich mir vorne in der Armatur von dem Fiat Ducato irgendwo, wo er nicht stört, an der Seite. Und da kann ich einfach draufdrücken und dann kann ich das Bild umswitchen auf verschiedenste Ansichten. Hier zum Beispiel kann ich mir vorne die Stoßfänger links und rechts ansehen, ob ich auch wirklich nirgendwo gegenfahre. Und ich kann hier Weitwinkel und 4 verschiedene Ansichten einstellen. Und ich muss ehrlich sagen, das stellt mich zufrieden. Auch diese Frontkamera von Kenwood, die CMOS 320, habe ich bereits im Dunkeln getestet und bin von dem Bild ebenso beeindruckt. Ich zeige euch das heute Abend. Für euch ist es nur eine Sekunde. Dann seht ihr das Ganze, was ich hier veranstalte, nochmal im Dunkeln von der Bildqualität. Und dann präsentiere ich euch auch nochmal kurz ein paar Funktionen von diesem Navi. Und dann soll es das auch schon gewesen sein in diesem Kurzvideo. So,
Ich habe Feierabend, es ist abends, ich bin wieder zu Hause und in meinem Wohnzimmer ist es richtig dunkel. Ihr seht es im Hintergrund, es ist wirklich dunkel in diesem Raum. Ich habe gerade einfach mal die Navigation gestartet und simuliere sie. Wir fahren mal nach Sylt. Hamburg sind wir schon durch, glaube ich. Und wir gucken jetzt, während wir fahren, einfach mal nach der Kameraqualität im Dunkeln. Das Schöne an diesem CNEC E3766 ist ja, dass wir alles parallel machen können. Wir gehen jetzt auf die Kamera-Schnelltaste und gucken uns die Bodenansicht an. Hinter uns auf dem Boden. Und ich muss sagen, das ist der Boden hier. Schummrig dunkel, das ist ein Teppich. Und das ist hier wirklich nicht hell alles. Wenn ich jetzt auf das Navi gucke, ist es aber hell. Also heller als in echt. Aber dadurch leidet natürlich die Bildqualität. Aber man kann alles erkennen. Das ist mein Massagesessel, das ist der Teppich, das ist der Fußboden, hinten ein Klavier, da ist ein Schrank. Ich sehe genau, wenn ich irgendwo rückwärts fahre, ob ich irgendwo gegenkommen würde, obwohl es wirklich dunkel, schummrig ist. Gehen wir auf die zweite Kamera. Das ist die Kamera, die nach hinten zeigt. Ja, das ist ein wunderbares Bild dafür, dass es dunkel ist. Und zufriedenstellend, muss man sagen. Gucken wir nebenbei, wo wir sind mit der Navigation. Oh, wir sind hier schon Helmsdorf, Metzendorf. Ich mache mal ein bisschen langsamer. Die Geschwindigkeit ist 16-fach, 1728 Stundenkilometer sind wir ja nicht. Wir machen mal die einfache Geschwindigkeit. 120 sind erlaubt, 108 fahren wir gerade. Und die Navigation geht parallel. Und wir gucken uns jetzt die dritte Kamera an, während wir fahren. Das ist dann hier Kamera 3, die Frontkamera. Und da bin ich ja völlig begeistert. Die zeigt ja super glasklares, helles Bild an, obwohl es dunkel schummrig ist im Wohnzimmer. Das ist die Kenwood CMOS 320 und die liefert ja ein noch besseres Bild als die Dometic Doppelrückfahrkamera, muss ich ehrlich sagen. Das ist die Dometic Bodenansicht, die Dometic Rückansicht geht auch dafür, dass es dunkel ist, wie gesagt. Und wie gesagt, die Frontkamera, die gefällt mir echt noch am besten, die ist super hell. Echt schön. Ja, während wir navigieren, können wir nebenbei natürlich alles machen, was wir wollen. Musik hören zum Beispiel. Oh, das war die falsche Taste. Abbrechen. Wir können natürlich auch, wo wir da schon sind, Android Auto hineingehen und schauen, wo fahren wir denn hin? Wir fahren nach Sylt. Natürlich kann ich auch hier navigieren mit Google. Ist ja ganz klar. Google Maps über Android Auto. Aber ich habe ja hier eine Navigation intern, die mich dann auch kein Datenvolumen kostet. Und fahre damit einfach mal durch die Gegend. Ja, dann kann ich während der Fahrt sagen, ich möchte mir einfach ein Video angucken. Also am besten der Beifahrer und nicht der Fahrer. Kann natürlich jetzt hier einfach auf das aktuelle Lied, was läuft, gehen und umschalten hier auf Video. Und dann sehe ich irgendwas, was ich angeschlossen habe, ein Video. Und sehe oben immer noch, das, wie gesagt, kann ich dauerhaft aktivieren. Jetzt habe ich es so gemacht, dass es per Touch nur geht. Sehe oben immer noch, wo ich gerade bin, in der Navigation. Ich finde das toll, geht alles während der Fahrt. Und egal, wo ich mich befinde, ich kann immer alles parallel machen. Und die Musik läuft im Hintergrund weiter, jetzt vom Video. Auch wenn ich in das Navi zurückgehe, höre ich die Musik weiter, die gerade im Video läuft, aber ich möchte wieder umschalten auf den USB-Stick. Ein Tastendruck reicht und ich bin wieder in meiner Musik. Oh, das Lied gefällt mir. Da mache ich einfach mal hier auf das Herz ein Plus. Dann kann ich das speichern zu einer Playlist. Die habe ich mal Magisch genannt. Gefällt mir richtig gut. Dann kann ich jetzt zum Beispiel auch mal auf meine Playlists raufgehen. Alles, was ich mag. Hier ist sie, gelandet. Da habe ich jetzt mal aus Spaß 3 Lieder reingemacht, irgendwas, kann ich mir anhören. Und nebenbei sehe ich oben immer, wo bin ich denn gerade. Ja, was mir natürlich besonders gefällt, die Navigation sieht man wirklich überall, auch wenn wir jetzt im Radio zum Beispiel sind. Wir gehen mal auf Tuning, auf Tuner, nicht Tuning, zum Beispiel das analoge Radio hier, FM-Tuner, da sehen wir hier, wo sind wir denn? Wann müssen wir nach 12 Kilometern die Fahrbahn verlassen? Da kommt natürlich die Navi-Stimme. Dasselbe geht auch beim DAB Plus digitalen Radio. Da sehen wir hier entweder, welches Lied läuft oder halt, was macht die Navigation. Das geht natürlich überall. Gucken wir zum Beispiel die Frontkamera an, was vorne los ist bei uns. Da sieht man oben immer die Navigation. Habe ich jetzt so eingestellt, dass das wieder verschwindet, weil ich das Bild komplett haben will, denn die Navi-Stimme höre ich ja. Man kann aber auch einstellen, dass man hier nicht touchen muss, sondern dass diese Leiste dauerhaft eingeblendet wird.
Da sehen wir übrigens ja auch noch die anderen Daten, wie zum Beispiel Bluetooth, wie ist das Handy aufgeladen und so weiter, die Uhrzeit. Muss man ein bisschen leiser machen, sonst muss ich noch GEMA-Gebühr bezahlen. Also das Navi ist wirklich toll. Das ganze Gerät, meine ich, ist toll. Es beeindruckt mich und ich bin zufrieden. Und vor allem die drei Kameras. Das habe ich ja ganz vergessen, euch zu zeigen. Das sind ja eigentlich 6 Kameras, weil wir ja bei der Frontkamera diesen Switcher haben, den ich euch im Dunkeln auch nochmal zeigen möchte. Ich schaue mal, wo der ist. Ich habe ihn ja noch nicht angeschlossen, den Switcher. Hier ist er. Angeschlossen schon, aber noch nicht verbaut. Der wird dann in der Armatur irgendwo sein, wenn ich da jetzt umswitche. Dann sehen wir auch hier ein glasklares Bild einer anderen Weitwinkelansicht. Hier sehen wir noch ein anderes Bild, Zoom-Bereich. Da wird die Qualität etwas schlechter. Hier wird die Qualität wieder besser. Hier sehen wir eine Eckansicht. Stoßstange links, Stoßstange rechts vorne und geht hell und gut. Ja, also das Original ist hier im Dunkeln, ne, wirklich ziemlich dunkel hier. Kann die Kamera kaum aufnehmen, aber hier wird es wunderbar hell wiedergegeben. Ja, und nebenbei, wie gesagt, läuft immer die Navigation mit. Switchen wir wieder um auf das Lieblingsbild von mir, das ist diese Ansicht, da ist wirklich alles drauf, Weitwinkel, da sieht man hier links schon neben dem Fahrzeug alles und rechts neben dem Fahrzeug alles und vorne natürlich auch alles. Ja, was kann ich euch noch sagen? Das Navi selber habe ich euch schon vorgestellt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich bin zufrieden, ich bin begeistert, würde euch gerne noch mehr zeigen, aber den Rahmen nicht sprengen, es soll ja ein Kurzvideo sein. Ich grüße euch alle herzlich und das nächste Video wird, wie gesagt, Tacheles Atria Twin Supreme 640 SGX heißen. Guckt es euch an, das drehe ich mit Nora zusammen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.